So Freunde, herzlich willkommen zurück zum neuen Video zu Märchen2.de und wir machen direkt weiter, indem ich einen kurzen magischen Stein nochmal auf die Waffe zünde und einfach mal nochmal versuche. Hat auch wieder gefailt. Naja, mache ich ab und zu mal wieder zwischendurch wahrscheinlich. Ja, wir machen weiter wie aufgehört, ne? Also wir machen einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir failen einfach munter weiter. Ja, zwischendurch, wie ihr auch in den letzten Folgen gesehen habt, werde ich jetzt öfter mal einen Drachen machen und mal gucken, wie viele Young wir da rausziehen. Tatsächlich ist das gar nicht so bad, also irgendwie macht mir das Spaß, mal wieder was anderes außer Hydra zu sehen. Ich laufe noch regelmäßig Hydra, keine Frage, da mache ich mein Hauptwon mit, aber ey, es ist genauso wie immer im Metin. Du arbeitest dich hoch, dass du endlich einen Run packst und dann packst du ihn und dann läufst du ihn 20, 30, 40 Mal und dann denkst du dir so, ah jo. Reicht dann auch irgendwann mal wieder, aber so ist es halt. Es ist mal wieder schön, ein bisschen was anderes zu sehen, deswegen freue ich mich. Hier waren es wieder 40kk Young Drop, plus die Kisten, also nicht schlecht auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt noch keine Drachenkralle oder Schub oder sowas gedroppt, also bis jetzt wirklich nur Kisten und Young, was heißt nur, ist natürlich auch nice, kann man mitnehmen auf jeden Fall. Und zwischendurch kaufe ich auch immer mal wieder schwere Alastor-Truhen, wenn der Preis gerade stimmt, denn ja, wir vielleicht, die Azrael-Spieler wissen es, Waffensteine ohne Plus kosten einfach Unmengen an Kohle und da versuche ich lieber zwischendurch mein Glück mal ein bisschen bei schweren Alastor-Truhen in der Hoffnung, dass ich da mal, ja, man kann ja auch theoretisch eine fertige Schlangenwaffe rausziehen, die eventuell auch noch gute Werte hat, von daher nehme ich lieber die Chance mit, zwischendurch ein paar, ein paar schwere Alastor-Truhen zu öffnen, in der Hoffnung, dass da was anderes Vernünftiges rauskommt und natürlich hoffentlich auch dann gewinnbringend halt Nordwind-Waffensteine. Ja, dann habe ich hier noch ein, zwei fürstliche, ritterliche und majestätische Tries auf die Items. Ich hatte nämlich noch eine Sura-Helm gehabt und da habe ich einfach mal den majestätischen Helm probiert. Der hat leider gefehlt. Schade. Die majestätischen Scherben sind schon sehr krass und habe ich gedacht, komm, du kannst es ja versuchen, weil klar, irgendwann kann man auch mal als Ziel setzen, sich majestätischen Set-Effekt zu besorgen. Deswegen hatte ich halt versucht, hier nochmal einen majestätischen auf den Helm zu ziehen. Hat natürlich nicht geklappt. Egal, weiter geht's. Ich habe erst gesagt, ob ich die majestätischen verkaufe, aber die kauft halt einfach keiner. Die sind einfach zu teuer. Und deswegen habe ich gedacht, du kannst sie auch für dich selber benutzen. Weil irgendwann vielleicht gibt es ja hoffentlich öfter mal vielleicht so eine Mission. So eine, ja, ähnlich wie Battle Pass Mission. Wo man dann eventuell das nutzen könnte. Und daher habe ich gedacht, ja, könnte man ja vielleicht mal für sich selbst nutzen. Naja, dann habe ich hier noch meine Zodiac-Glefe vom Krieger. Da habe ich noch versucht, einmal majestätisch, einmal fürstlich drauf zu zünden. Hat beides mal gefailt. Warum das Ganze? Ja, ich habe einfach versucht, weil ich hatte es da und ich wollte eigentlich unbedingt noch den Erfolgsboni haben, also diese Belohnung abholen mit Ritualstein und so weiter. Aber ist auch egal. So, dann hatte ich noch 10 Seher-Truhen auf dem Gerhard. Die habe ich da nochmal eben aufgemacht, in der Hoffnung, dass was Vernünftiges bei rumkommt. Da kam jetzt tatsächlich nur Müll raus eigentlich. Also sehr schade, weil die 10 Truhen sind relativ teuer gewesen. Ist aber egal. Ist nicht schlimm. Mal Verlust, mal verliert man, mal gewinnt man. Mal gewinne ich, mal verlieren die anderen, ne? Ihr kennt es, wie es ist. So, dann habe ich noch einen Handschuh beim herstellen können. Ich hatte noch einen Runenstein bei dem Gerhard, da habe ich noch einen schönen Handschuh hergestellt. Da gebe ich momentan die Boni am 6.7. ab. Und dann hatte ich noch einen relativ nicen Deal, da war jemand verzweifelt. Ich hatte einen Exedia mit FKS, magischen AW, magische Verteidigung und jemand hat mir exakt den gleichen geboten, nur halt plus 2 statt plus 6 und 1k DR auf Teutonia. Habe ich natürlich angenommen, weil 1k DR ist ein 1k DR, Junge. Habe ich angenommen, die 1k DR löse ich natürlich auf dem Main-Account ein und den Dia habe ich dann inne mit irgendwie 8 oder 10 Won wieder auf plus 6 gezogen und somit hatte ich relativ guten Gewinn daraus gezogen. War auf jeden Fall nice. Er war ein bisschen verzweifelt, deswegen, ja, passiert manchmal, ne? Kenne ich ja auch von mir. Wenn man verzweifelt ist im Medien 2, dann gibt man schon mal ein bisschen mehr Won aus. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Habe ich natürlich gerne gemacht und 1KDE ja damit noch rausgezogen. Ja, munter weiter. Wie gesagt, zwischendurch nochmal die restlichen Set-Effekte. Ich überlege noch, ob ich das wieder öfter machen sollte, wenn ich aufgepackt habe. Ob ich Set-Effekte farme, ob ich Runen farmen gehe oder ob ich in die Grotte 3 gehe und mal wieder zwischendurch entweder noch ein paar Prozent Level und da ein bisschen was droppe. Also ich habe momentan noch den 7-Tage-Aufhebe-Fledermaus aus dem Battle Pass und da überlege ich die ganze Zeit hin und her, wo ich sie optimal nutze. Momentan laufe ich damit in Grotte 3,
um da halt noch die Prozente mitzunehmen, wegen Yutnori und natürlich die Waffen mitzunehmen, ne? Ganz klar, weil momentan ist echt so, dass auf Azrael die Eichi-Preise steigen und die absolut High-Level-Farmer, die halt wirklich Autojagd viel farmen, die nutzen natürlich antike Steine, um ihre Eiche aufzuladen und ich habe gesehen, dass selbst Granate kosten einfach gerade 90 Kaka bis 1 Won, das ist schon echt eine Menge. Deswegen ist es doch am sinnvollsten, wenn ich in Grotte 3 Autojagd farme, weil da kann ich nämlich, wenn ich einen Tag lang halt zwischendurch Autojagd farme mit Aufheerpad, dann sind alleine die Waffen plus 7, die ich da droppe, schon wieder 1 Won mindestens, plus halt den ganzen anderen Scheiß, das ist, ja, kann man natürlich viel von mitmachen, deswegen, und Yutnori natürlich auch hervorragend, von daher muss ich momentan noch mit dem Aufheerpad in Grotte 3 laufen. So, zwischendurch logge ich immer mal wieder ein mit meinem Harvey, also mit dem Krieger, und nehme die General Yongans mit, weil Drache lohnt sich halt schon momentan bei mir und macht auch mal wieder zwischendurch Bock, deswegen farme ich zwischendurch natürlich auch immer fleißig die gewonnenen Schlüssel, damit ich die nicht selber kaufen muss, weil die sind auch relativ teuer irgendwie. Und ja klar, wenn du es selber farmst, dann hast du keine Ausgaben und holst natürlich das Maximum noch aus dem Drachen raus. Ja, am sinnvollsten ist natürlich, wenn ich mich direkt nach der Wartung einlogge, dann sind die Chars oder die Monster da. Ansonsten muss ich halt den Spawn abwarten. Ich glaube, jede 3 Stunden spawnt er oder sowas. Ungefähr nach Wartung. Also, immer mal zwischendurch einloggen. Ja, und dann hat sie nochmal ein relativ gutes Erfolgserlebnis. Das erste. Das war der 4. oder 5. Drache, den ich insgesamt gemacht habe mit dem Krieger. Und wie ihr am Titel auch sehen konntet, oder am Thumbnail oder so, es waren 200 KK Young Drop. Das war natürlich heftig. Ich hab das Gefühl, dass der Young Drop auch mit dem Doppeldrop zu tun hat. Also nicht nur mit dem Young im Inventar, sondern auch im Status, sondern auch mit dem Doppeldrop. Jedenfalls habe ich alles reingeschmissen, was ich hatte, also auch den Tipps von letzter Folge angenommen und auch die Münze reingeschmissen und so. Und da hatte ich einfach mal eben zwischendurch irgendwie 9 Truhen und 200 KK rohes Young. Ist auf jeden Fall nicht schlecht und haut natürlich gut rein. Das freut mich natürlich sehr. Einfach mal kurz mit einem Drachen schnell fast 4 Won oder so, ist schon geil. Also nehmt natürlich gerne mit. Klar, sind im Optimalfall gerade mal 2 Hydras, aber ist natürlich nice zwischendurch zu laufen und es freut mich natürlich sehr. Ja, das war der letzte Clip. Anmelde-Link in der Videobeschreibung für Supporten und so und Tiger Ghost Codes, falls ihr da spielen möchtet, gibt's über Discord. Und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Peace und out.